Tim Kruse 1-2 bei Carl Zeiss Jena verloren, da haben sie den direkten Konkurrenten wieder im Abschiedskampf ein bisschen in Luft gelassen. Ja, ja, ich denke, wir haben eben halt wieder ein bisschen Leben eingehaucht. Also ob es jetzt punktetechnisch oder einfach für die Mentalität technisch, haben wir ihm halt jetzt so ein Erfolgserlebnis gegönnt, was halt nicht sein muss. Was hat denn heute gefehlt? Einfach vieles. Also ich glaube, die ganzen Attribute aufzuzählen, das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange. Weil gerade in der zweiten Halbzeit waren wir immer einen Schritt zu spät. Wir waren eigentlich immer irgendwie unterlegen. Ob es in den Zweikämpfen war, ob es bei den zweiten Bällen war. Und da kommt dann das Ergebnis halt leider zustande. Der Schiedsrichter hat in der ersten Halbzeit eine klare Fehlentscheidung gefällt. Der Ball von Jena weiter der Linie. War dann der Elfmeter am Ende vielleicht auch eine Konzessionsentscheidung? Ich glaube, das kann man von außen immer einfacher sagen als Spieler jetzt im Nachhinein. Ja, es wird vielleicht immer mal in der Kabine dann auch angesprochen, dass man dann gerade im 16er ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Daran hat es aber, glaube ich, im Endeffekt nicht gelegen. Jetzt Kaiserslautern als nächster Gegner, sicherlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Das ist nochmal ein ganz schönes Brett und das müssen wir halt da nochmal, ist halt schwierig jetzt nach dem Spiel zu sagen, aber halt alles raushauen, dass wir die Punkte, die wir hier haben liegen lassen, halt wiederholen. Danke.